Dass es unvollständig wäre, den menschlichen Erkenntnishunger als rein geistigen Prozess zu umschreiben, weiß ein jeder, der schon mal über einen philosophischen Text derart die Fassung verlor, dass sein Körper beim Lesen zu schwitzen begann, zittern musste, dagegen ankämpfte, gierig, noch mehr wollte, längst genug hatte, den Text verschlang und wieder erbrach, sich verloren und doch am Ziel wähnte. Philosophie und die Beschäftigung mit ihr ist eben nie nur sauberes Gedankenballett im Elfenbeinturm, sondern das Wühlen und das Kriechen in den eigenen Körper- und Gedankensäften. Und zwar irgendwo in den Tiefen dessen, was Nietzsche einst den Wahrheitstrieb taufte. Für mich war dieses schicksalhafte Ereignis, diese besondere und nachdrückliche Begegnung, die mit Adornos Text zur Kulturindustrie. Bis heute kann ich mich nicht nur an die exakte Lesesituation erinnern, sondern auch das Beben spüren, welches damals in mir aufkam. Ein Beben, welches durch die Empfindung ausgelöst wurde, mit Adorno einen Denker gefunden zu haben, der bereits all das niedergeschrieben und entschlüsselt hatte, von dem ich gerade so einen Fingerhut an Geistigkeit mitbekommen hatte. Mein regelrechter Wahn mit dem Text ging gar so weit, dass ich Tage später während einer Verabredung meine wirklich nicht zu beneidende Begleitung so derart wüst über Adorno in Kenntnis setzte, dass ich mich die nächsten Abende noch intensiver mit Adorno beschäftigen konnte. Natürlich allein. Mittlerweile ist der Adorno-Wahn natürlich längst abgeklungen. Andere schwitzige Leseerfahrungen gesellen sich zu ihm. Adorno hat sich also reduziert auf einen hoffentlich reflektierten Grundschatz innerhalb meiner ideologiekritischen Beschäftigung, welche ihn und seinen entzweiten Freund Siegfried Krakauer zusammen und weiterzudenken versucht. Der heutige zweite Teil meiner Beschäftigung mit der Kulturindustrie möchte sich folglich mit jenem Text auseinandersetzen, der mir damals wie eine Initiation vorkam. In den Tiefen der adonitischen Apokalypse möchte ich folgende These wagen. Der wahrlich große Apokalyptiker ist in Wirklichkeit stets der letzte und hoffnungsvollste Utopist. Und damit willkommen zur zweiten Produktion. Beginnen möchte ich direkt mit einem der ersten und zugleich berühmtesten Sätze des Aufsatzes. Da heißt es, Zitat, Kultur heute schlägt alles mit Ähnlichkeit. Zitat Ende. Diesen Satz muss man natürlich vor seinem historischen Hintergrund sehen und es ist hier Adornos Erfahrung im US-amerikanischen Exil, die ihn vor allem von einer Art kulturgläubigen Naivität befreite und ihn dazu verleitete, Kultur von außen zu betrachten. Was er dort sah, war Uniformität, Wiederholung, Standardisierung der Produkte, Auslöschung alles Widerständigen und Singulären und gehörige Konsumenten, die, wie es Bernd Kiefer schreibt, nicht mehr wollen können. Denn alles, Zitat, was sie wollen, ist das längst Gewollte. Zitat Ende. Oder anders ausgedrückt, unsere Bedürfnisse sind nicht mehr Antrieb des Produktionsapparats, sondern schon längst Funktion dieser. Am Ende des Aufsatzes verfeinert Adorno die Ähnlichkeitsthese mit Blick auf das Kino, wenn er schreibt, Zitat, jeder Film ist die Vorschau auf den nächsten, der das gleiche Heldenpaar unter der gleichen exotischen Sonne abermals zu vereinen verspricht. Wer zu spät kommt, weiß nicht, ob er der Vorschau oder der Sache selbst beiwohnt. Zitat Ende. Wem das nun bekannt vorkommt und direkt an Marvel und Disney denkt, muss sich in erster Linie eingestehen, dass es trotz berechtigter Kritik Kernstücke im Denken Adornos gibt, die nie ihre Gültigkeit verloren haben, beziehungsweise im Gegenteil, heute noch viel klarer zum Vorschein kommen, und zwar, weil die globale Kulturindustrie noch weitaus totalitärer agiert. Adorno aber hat im System von Radio, Film und Magazin natürlich Hollywood der 40er Jahre vor Augen, also die rigide Moral des Hays Code, weswegen Adorno die Kulturindustrie auch als pornografisch und zugleich prüde bezeichnete. Natürlich hatte er auch die Monopolstellung der großen 5 Filmstudios vor Augen. Die vertikale Integration natürlich auch und die Filmproduktion am Fließband.
Wer nun eifrig seinen Finger hebt und den Namen Orson Welles als die große Ausnahme Hollywoods ins Spiel bringen will, wird von Adorno nur noch stärker ermahnt. Er schreibt, Zitat, alle Verstöße gegen die Usance des Metiers, die Orson Welles begeht, werden ihm verziehen, weil sie als berechnete Unarten die Geltung des Systems umso eifriger bekräftigen. Zitat Ende. Nichts also, so merkt man, ist vor Adornos Kahlschlag geschützt. Denn was widersteht, darf nur überleben, wenn es sich eingliedert oder Profit abwirft. In einem solchen System, so seine Sicht aus dem Exil heraus, gibt es kein unabhängiges Kino, welches sich dem kommerziellen Bestreben Hollywoods entziehen kann, sondern nur die klar aufgeteilten Strukturen, die nach Genre, Star und Image organisiert sind. Horkheimer und Adorno also sahen in der Produktion dieser Kultur den Moment gekommen, in dem der fordistische Produktionsmodus des Kapitalismus auch in den Bereich der Kultur vorgedrungen war. Was sie sahen, war die Kommodifizierung der Kultur und damit die Unterwerfung dieser unter die Anforderungen der kapitalistischen Produktion. Dies ist an dieser Stelle nicht zu unterschätzen, denn wenn Adorno die Kulturindustrie unter das Primat der Ähnlichkeit stellt, dann ist dies in erster Linie Kritik an der wahren Form und nicht an der Ware selbst. Vergeblich sucht man ja im Text auch nach einer detaillierten Filmanalyse. Stattdessen geht es um die Ambivalenz einer demokratischen Gesellschaft, die in den Totalitarismus abstürzt, statt ihr humanistisch-aufklärerisches Ideal zu verwirklichen. Doch genau das bleibt aus. Stattdessen entscheidet sie sich für die Barbarei. In diesem Sinne ist die Aufklärung als Beherrschung der Natur durch den Menschen und als Befreiung von dieser dialektisch in Mythologie umgeschlagen, denn ihre Kulturtechnik sind zu neuen totalitären Macht geworden, die den Menschen unterdrückt, wie einst der Mythos. Teil dieser Techniken ist besagte Kulturindustrie. Natur also wird zwar verdrängt, sie kehrt aber zwanghaft zurück, und zwar in Form von gesellschaftlichen Institutionen, die zu neuen Naturverhältnissen erstarren. In diesen gesellschaftlichen Institutionen ist der Mensch nicht mehr kantischer Zweck, sondern austauschbares Exemplar in einer industriellen Verwertungsmaschine. Natürlich muss man diese These vor dem Hintergrund der Auschwitz-Erfahrung lesen. Zitat, der Völkermord ist die absolute Integration, die überall sich vorbereitet, wo Menschen gleichgemacht werden, geschliffen, wie man beim Militär es nannte, bis man sie, Abweichung vom Begriff ihrer vollkommenen Nichtigkeit, buchstäblich austilgt. Zitat Ende. Hier zeigt sich die schmerzhafteste Einsicht der Dialektik der Aufklärung. Auschwitz und der Holocaust waren eben keine barbarischen Absonderlichkeiten, die wie Anomalien neben der zivilisatorischen Errungenschaft quasi koexistierten. Nein, Auschwitz stammt aus dem Herzen der Aufklärung selbst. Dort war die gleiche Ratio und Technik am Gange, die nun in Form der Kulturindustrie als Betäubung und Amusement zum verlängerten Arm der ausbeuterischen Arbeit wird. Auf diese Weise wird die Nachfrage nach dem nächsten Vergnügen zu einer anderen Form des Gehorsams. Doch in dieser These steckt eine besondere Ambivalenz, auf die Adorno im letzten Satz der Kulturindustrie aufmerksam macht, wenn er betont, dass der Mensch nicht blind ist, sondern sehr wohl diese neue Naturmacht durchschaut hat, nichts aber mehr dagegen ausrichten kann. Trifft er damit nicht auch das ohnmächtige Gefühl unserer Gegenwart? Auf diese Weise lässt sich auch beantworten, warum Adorno nicht einfach von Massenkultur spricht, sondern von Kulturindustrie. Er wählt diesen Begriff, damit niemand auf den Gedanken kommt, dass es sich hier vielleicht um eine Art Masse handelt, die spontan zu Kultur aufsteigt. Doch so wie auch die Volksmusik nicht die Musik des Volkes ist, so ist die Kulturindustrie auch nicht die Kultur der Massen. So eben sein Einwand. Natürlich kann man nun behaupten, dass die Standards der Filmproduktion aus den Bedürfnissen der Konsumenten hervorgehen, sie also auch aus diesem Grund widerstandslos akzeptiert werden. Dies ist sicherlich ein Haupteinwand der Gegenwart, der noch damit geschmückt wird, dass die Fans der Produkte ja immer mehr auf diese Einfluss nehmen können und darin selbst nicht mehr reine Konsumenten, sondern sogenannte Prosumenten sind. Denken wir nur an den lang geforderten Snyder Cut.
Doch für Adorno wäre das alles zu fadenscheinig. Er würde dies pessimistisch als Wohlgefühl in der Entfremdung begreifen. Zugleich betont er den undurchdringbaren Zirkel aus Manipulation und Bedürfnis und erinnert mit aller Vehemenz daran, dass der eigentliche Boden, auf dem die Technik Macht über die Gesellschaft gewinnt, Zitat, die Macht der ökonomisch Stärksten über die Gesellschaft ist, Zitat Ende. Wenn man nun an die zahlreichen von Fans kreierten Inhalte, zum Beispiel zu Harry Potter, denkt, kann man anhand der unterschiedlich gewichteten Politik der Unternehmen schnell erkennen, welche Fans ihre Inhalte weiter im Dienst der Großunternehmen produzieren dürfen und welche gesperrt und mit Klagen überhäuft werden. Noch einmal also aus Sicht Adornos, was widersteht oder koexistiert, darf nur überleben, wenn es sich eingliedert oder Profit abwirft. Dies ist die Macht des ökonomisch Stärksten. Adorno schreibt dazu, Zitat, Lichtspiele und Rundfunk brauchen sich nicht mehr als Kunst auszugeben. Die Wahrheit, dass sie nichts sind als Geschäft, verwenden sie als Ideologie, die den Schund legitimieren soll, den sie vorsätzlich herstellen. Zitat Ende. Was fängt diese Macht, die ihre Ideologie offen zeigen kann, nun mit ihrer Stärke an? Nach Adorno und Horkheimer besteht Kulturindustrie im Gebot des Konsums, in der einmaligen Benutzung immer gleicher Güter, die ähnlich wie die Konservenbüchse massenhaft produziert und dann auch ebenso massenhaft weggeworfen wird. Der Inhalt der Büchse selbst muss wiederum die Balance zwischen dem Schein des Neuen und der Sicherheit des Bewährten halten und spiegelt darin das Leben der amerikanischen Gesellschaft wider. In diesem Kontext leuchtet ein, warum Adorno und der Kulturindustrie das Gegenteil von Kunst sieht. Denn ihm zufolge ist Kunst als Fremdheit der Welt zu begreifen, als das Konzept des Nicht-Identischen, des Anderen. Byung-Chul Han beschreibt dies wie folgt, Zitat, Kunst muss befremden, stören, verstören, ja auch schmerzen können. Sie hält sich anderswo auf, sie ist zu Hause im Fremden, Zitat Ende. Doch Kulturindustrie will nicht nur einfach Identität schaffen, nein, sie schafft eine falsche, in der das Besondere mit dem Allgemeinen zusammenfällt, sodass, Zitat, die Welt draußen die bruchlose Verlängerung derer sei, die man im Lichtspiel kennenlernt. Zitat Ende. Doch jede Erkenntnis kann sich nur dann einstellen, wenn sie reflektiert, dass die Gegenstände der Erkenntnis mehr sind als das, was wir an ihnen zu erkennen vermögen. Kulturindustrie will aber, dass wir immer weniger an den Gegenständen erkennen, um sie so identisch mit der eigentlichen kapitalistischen Welt wahrzunehmen. Die falsche Identität treibt den Menschen als Subjekt zur Auflösung und summiert diesen nur noch unter dem Aspekt seiner gesellschaftlichen Arbeit. Das Individuum, so Adorno, befindet sich längst im Zeitalter seiner objektiven Liquidierung. Diese bruchlose Verlängerung schafft dabei eine Wechselhaftigkeit der Unterordnung, wie es Adorno mit der Figur des Donald Duck in einem berühmten Aphorismus ausdrückt. Zitat, Donald Duck in den Cartoons, wie die Unglücklichen in der Realität, erhalten ihre Prügel, damit die Zuschauer sich an die eigenen gewöhnen können. Zitat Ende. Die Selbsterhaltung, so Adorno in Minima Moralia, verliert ihr Selbst. Autonomie und Spontanität weichen Anpassungsfähigkeit und Konformismus, welche zu überlebensnotwendigen Charakteristika werden. Was dabei verkommt, ist die Individualität. Was hingegen ansteigt, ist der Individualismus. Individualismus meint ein Leben im Rahmen des verordneten Konsums, mit einem guten Stück Technikbegeisterung, Sport und der sogenannten Freiheit als die planvolle Abwesenheit von Arbeit. Heute in der Leistungsgesellschaft nennt dies Byung-Chul Han das neoliberale Subjekt. In dieser Gesellschaft, Zitat, weichen Negativitäten wie Gebote, Verbote oder Bestrafungen, Positivitäten wie Motivation, Selbstoptimierung oder Selbstverwirklichung. Zitat Ende. Das heißt aber nichts anderes, als dass der Imperativ sei frei grausamer ist als der Imperativ sei gehorsam. Klar ist nun auch, warum es nach Adorno keine Versöhnung zwischen der sogenannten High- und Low-Culture geben kann, wie es Umberto Eco als eine Reaktion auf Adorno vorschweben wird. Eine solche falsche Versöhnung würde nur den eigentlichen Antagonismus zwischen Lohnabhängigen und Profitabhängigen kaschieren.
Stattdessen herrscht eine solch gravierende Uniformität in der modernen Kultur vor, dass diese in ihrer rücksichtslosen Einheit bereits die politische Entwicklung vorwegnimmt. Denn Vergnüglichkeit im Moment des Kinobesuchs heißt nun nicht, das eigene Leiden zu vergessen. Dafür ist der Wohlstand zu gesichert. Nein, es geht um eine Form von Flucht. Nicht vor der schlechten Realität, sondern, Zitat, vor dem letzten Gedanken an Widerstand. Zitat Ende. An die Stelle der Veränderung tritt die Unveränderlichkeit des kapitalistischen Naturzustandes, wie wir ihn heute bestens kennen. Und die Kulturindustrie hilft dabei freudig mit. In den Worten Adornos, Zitat, Kulturindustrie hat die Tendenz, sich zum Inbegriff von Protokollsätzen zu machen und eben dadurch zum unwiderlegbaren Propheten des Bestehenden. Zitat Ende. Die These von der unmittelbaren Ausweitung der Uniformität auf Politik und Demokratie sollte uns mit Blick auf die kosmopolitische Illusion des Liberalismus der letzten 40 Jahre zu denken geben. Und es ist hier beispielsweise Wolfgang Streeck als moderner Denker der Frankfurter Schule, der in den zahllosen Identifikationsangeboten der heutigen Kulturindustrie einen Grund dafür sieht, warum von einer Mittelschicht politisch nichts mehr zu erwarten ist. Sie begnügt sich mit der Unterhaltung. Und selbst wenn sie sich politisch gibt, geschieht auch dies unter dem Denkmantel dieser. So wie die Einkommensgruppen nach Adorno in rote, grüne und blaue Felder aufgeteilt werden, so werden die gleichen Gruppen nun auch gemäß der Politik den unterschiedlichen Farben zugewiesen. Veränderung ist damit aber ausgeschlossen. Interessant ist, dass die Frankfurter Schule in den 60er Jahren, vor allem Friedrich Pollock, aber auch der junge Habermas, davon ausgingen, dass der steigende Wohlstand in der BRD zu einer Legitimationskrise des Kapitalismus führen würde. Warum nämlich sollte der Arbeiter bei dauerhaft gesichertem Wohlstand und abseits irgendeiner Chance auf seine Verelendung durch den Kapitalismus sich noch dem Zwangscharakter der entfremdeten Lohnarbeit unterwerfen? Könnte der Arbeiter nicht noch mehr Mitbestimmung und mehr Befreiung von der Arbeit fordern? Doch trotz der diversen Proteste der 60er Jahre kam es anders. Konsumismus und Kommerzialisierung erreichte auch jene, die zuvor noch wild dagegen demonstriert hatten. Am Ende war es der Kapitalismus selbst, und zwar als politischer Akteur, der jene Legitimationskrise heraufbeschwor, indem er den Vertrag zwischen Kapital und Staat aufkündigte und jenen Epochenumbruch einleitete, den wir heute unter dem Neoliberalismus kennen. Die Theoretiker der Frankfurter Schule waren davon so überwältigt, dass sie ihre asketische Vorstellung vom falschen Bewusstsein aufgaben und damit den wohl berühmtesten und populärsten Begriff der Ideologiekritik. Heute ist die These vom falschen Bewusstsein klares Indiz für eine veraltete Vorstellung von ideologischer Funktionsweise und höchstens noch ein postmoderner Witz. Und doch ist damit die Apokalyptik der adornitischen Kulturindustrie nicht vom Tisch. Denn auch wenn wir Adorno widersprechen müssen, wenn er sagt, dass es keine Filmkunst abseits der Kulturindustrie geben kann. Und auch wenn wir ihm widersprechen müssen, dass der Zuschauer oder die Zuschauerin eben doch mehr als passive Masse ist, die alles willenlos konsumiert, so lohnt es sich doch darüber nachzudenken, welchen Standpunkt Adorno mit seiner Kritik eigentlich entwirft und ob wir vielleicht langsam wieder damit anfangen sollten, diesen Standpunkt erneut zu ergreifen. Es ist nämlich grober Unfug, wenn man Adorno mit dem Argument totschlagen möchte, dass derjenige, der aus der Kritik heraus nicht auch eine positive Alternative vorschlägt, lieber zu schweigen hätte. Denn Kritik kann seiner Sache nach negativ, destruktiv und zersetzend sein. Und genau darin erinnert uns die Lektüre Adornos auch heute noch. Kritik meint die Erkennbarmachung gesellschaftlicher Missstände ohne zwingend angebotenes Korrektiv. Bis heute aber kann man die scheinheilige Forderung hören, dass jede Kritik doch bitte auch vorschlagen sollte, wie man es denn auch bitte besser macht. Damit aber steht man im Zweifelsfall bereits auf der anderen Seite und nicht mehr im notwendig einzunehmenden Außerhalb. Wer also heute immer noch nach konstruktiver Kritik ruft, will nichts anderes als Berechenbarkeit und schlussendlich Immunisierung gegen die Kritik. Denn woher der Irrglaube, dass das Fehlen einer Therapie als Argument gegen die Diagnose eingesetzt werden könnte?
Aus dieser Perspektive muss klar gesagt sein, dass das Vorurteil gegenüber der Kritik, welches Adorno damals schon als eine gefährliche Identifikation mit der Macht ausmachte, bis heute besteht. Gerade aber die Kritik an der totalen Gesellschaft zu totalisieren, sich also in ein fiktives Außerhalb zu begeben, hat etwas in sich Utopisches, denn nur diese Kritik kann dabei klammheimlich von einer radikal anderen Gesellschaft träumen, die mit Reformen und der wiederholten Abwahl irgendwelcher Regierungen gar nicht zustande kommen kann. Und träumen, das ist beim jetzigen Stand der Dinge das Beste, was wir machen können. Adorno selbst hat dieses Außerhalb übrigens im frühen Film des Jahrmarkts erkannt, noch bevor die Industrie sich die neue Erfindung unter den Nagel riss. Warum? Weil dort subversive Formen und subversives Potenzial testiert werden konnte, ein Potenzial, welches sich der Integration in die totale Gesellschaft noch verweigern konnte. Vielleicht ist ja heute, im Jahr 2020, eine gründliche Lektüre das Subversivste, was uns heute einfallen könnte. Dies sind die Grenzen dessen, was ich vermag. Der Rest gehört Ihnen.